So, liebe Ständinnen, liebe Ständinnen, ich möchte heute reden zum Bau des primären Sprosses. Und zwar wollten wir kennenlernen, was sind besondere Sprossachsen? Denken wir an die Zwiebel, denken wir an die Knoblauch. Wir wollten wissen, was sind Knollen, Stolone oder Rhizome. Wir wollten kennenlernen die primäre Sprossachse, und zwar deren Anatomie. Wir wollten behandeln, was ist die Anatomie eines Leitbündels. Und wir sind beim dicken Wachstum und Erstarkungswachstum stehen geblieben. Hier wollen wir weitermachen. Wir wollten die Leitbündel kennenlernen, und zwar bilokollaterale Leitbündel stehen Stand auf unserem Programm. Bilokollaterale Leitbündel stellen einen Sonderfall dar, und zwar haben sie zwei Siebdalle. Vorkommen in Crobida pibo zum Beispiel, dem Kürbis, Crobida zea. Und zwar befindet sich oftmals noch eine zusätzliche Cambium-Schicht in die Leitbündel. Das Xylem ist hier zu sehen. Cambium ist da und da. Und das Phloem ist da und da, umgeben von Kortexen. Ein Beispiel ist, wie gesagt, Crobida pibo, Pipo. Wir wollten kennen, was ist ein facetäres Cambium. Und zwar ist nach außen gerichtet immer das Phloem. Denken Sie an die Affintechnik. Nach innen ist das Xylem orientiert. Bedeutsam für sekundäres Dickenwachstum ist die Anlage zu sicher kapillarer Schichten. Wir sehen am Beispiel hier nochmal Cambium, Xylem und Phloem. Wir sind beim primären Dickenwachstum und dem Erstarkungswachstum geblieben. Der Spross wächst durch Zellvermehrung, und zwar kommt es zum postembryonalen Wachstum. Das Wachstum erfolgt nicht nur in Länge, sondern auch in die Breite. Wir sprechen vom primären Dickenwachstum. Vergrößerung des Vegetationspunktes ist auf jeden Fall ein Thema. Das führt zum Erstarkungswachstum. Und zwar ein Beispiel ist die Palme. Sehen wir im rechten Teil der Abbildung. Da. Und zwar handelt es sich um Pritchardia marti, ein herkömmliche Palme eigentlich. Ausnahmen gibt es auch, und zwar denken wir an Dracaena, den Drachenbaum, oder auch an die Yucca-Palme. Hier kommt es zum sekundären Dickenwachstum. Das primäre Dickenwachstum und das Starkwachstum können Sie auch bei Kakteen sehen. Und zwar habe ich hier Zollenbeere in Tucson, Arizona gelebt. Und dass diese Kakteen präsent. Gestalt des Vegetationskegels. Der ist insofern entstehen, weil ein Zusammenwirken von axialem und auch transversalem Wachstum erfolgt. Wir können das primäre Lenkewachstum sehen. Ein Resultat ist ein spitzer Kegel. Wir sehen es an dem Kaktus rechts. Oder es wird ein Dickenwachstum bevorzugen, dann sprechen wir von einem flachen Kegel. Extrem bis zur Rumpelung sind Palmen,
Und zwar können wir die Schaltkrumm bei Palmen sehen, Arikatee oder auch Kakteen sind da ein Beispiel dafür. Kakteen sind auf jeden Fall präsent. Ein typischer und wunderschöner Zigarrkaktus, den sehen Sie rechts. Und zwar möchte ich nochmals verweisen auf Dracaena und Yucca. Die sind insofern außer, als sie auch das sekundäre Dickenwachstum bevorzugen. Opuntia finden Sie auch interessant, oder? Das ist da rechts sehen. Verbleiben wir bei den Palmen. Die können als Monokotyledon und zwar Einkehrblätter pflanzen, dennoch über 50 Meter hoch werden. Das Problem sind allerdings Geschossblätter und nur ein begrenztes Dickwachstum kann auf diese Weise erfolgen. Ich möchte auch mal auf Opuntia verweisen. Und ganz typisch ist der Cigarro-Kaktus für Tucson, Arizona. Eine Lösung besteht darin, dass eine längere Zeit über einen Meristinmantel des Wachstums erfolgt. Einen aktiven Meristinmantel haben wir zwischen Corpus und Tunica und er produziert auf diese Weise Zellen. Bis ca. 30 cm Durchmesser kann auf diese Weise generiert werden. Der Stammdurchmesser wird durch den Meristinmantel im Prinzip festgelegt. Der Stammdurchmesser, der bleibt über die ganze Länge erhalten. Eine Palme wird zum Beispiel nicht unbedingt dicker werden. Ein typisches Beispiel ist, wie gesagt, auch ein Kaktus. Und zwar ziehen wir den Saguaro-Kaktus. Der ist auch da hinten zu sehen. Der. Der Mensch ist relativ klein. Im Vergleich zu dem riesigen Kaktus. Er ist etwa hier angesiedelt. Das ist ein Saguaro-Kaktus, wie wir ihn in Arizona eigentlich antreffen. Lassen Sie uns zusammenfassen. Was haben wir im Rahmen der Vorlesung gelernt? Wir können eine Pflanze unterscheiden in den Rotzebei. Im Boden dient der Verankerung, der Aufnahme von Ionen und auch von Salzen. Über der Erde werden wir auf jeden Fall die Sprossachse antreffen, die unser Thema war. Die Sprossachse trägt zum Beispiel Blätter. Wir können Blattschirm gleich Flutax ein bisschen differenzieren. Denken Sie an würdelige, disperse oder distiche Blattschirm. Das ist ein Beispiel hier zu sehen. Da sind auf jeden Fall die Leitbündel beteiligt. Sie sehen ein Leitbündel mit einem doppelten Siebteil. Und zwar da und da. Xylem und Cambium, das sehen wir da. Denken Sie daran, es gibt 6 verschiedene Leitbündelformen bis hin zur sternförmigen Leitbündelform. Das werden Sie in der Wurzel in dieser Form antreffen. Und wir denken an das Erstarkungs- und Dickenwachstum. Beispiel hierfür sind neben den Kaktazien, die sind im rechten Leitbündel, auch die Palmengewächse. Das ist ein ganz typisches Beispiel für das Erstarkungswachstum. Wir wollen nach dem Bau der primären Sprossachse
so sekundärer Sprosser, sage ich, übergehen. Was verbirgt sich da dahinter? Wir wollen wissen, was ist das überhaupt, ein sekundäres Sigmoidsum? Wir wollen auch hier das Leitgewebe kennenlernen. Leitgewebe Cambium steht auf unserem Programm. Ersatz von primären Geweben. Das soll ein Thema sein. Wachstum eines Stammes, und zwar ein typisches Beispiel für ein sekundäres Wachstum. Und wir wollen den mehrjährigen Stamm eigentlich behandeln. Denken Sie daran, das sekundäre Dickenwachstum ist auf jeden Fall in Nadelbäumen und auch in Laubbäumen präsent. Und hier handelt es sich um die größten Lebewesen. Denken Sie an die Mammutbäume oder auch die Eukalyptusbäume, die natürlich riesengroß werden. Die können bis über 100 Meter hoch werden. Und zwar Gewicht der Laubkrone ist über eine Tonne möglich. Gewicht der Laubkrone also sehr, sehr schwer. Und sie werden auch sehr alt. Denken wir an die Sequoia-Dendron, die Mammutbäume, die werden über 4500 Jahre alt. Also natürlich riesig. Ein Beispiel sehen Sie rechts. Sequoia-Dendron, der Mammutbaum, ist in diesem Falle hier zu sehen. Sequoia-Dendron kann natürlich sehr stark verzweigen. Es entwickelt auch additiv ein sehr starkes Suchsystem. Wir gehen davon aus, das, was wir oberirdisch als Spross sehen, sehen sie auch unterirdisch als Wurzel von der leichten Dimension her. Wir sprechen also von einer bipolaren Organisation der Pflanzen und denken an die Wurzel auf der einen Seite, die Sprossachse auf der anderen Seite. Sequoia-Dendron, der Mammutbaum, ist hier vom Holz zu sehen. Und zwar sehen Sie hier, das Dickenwachstum erfolgt natürlich beim Holz. Und Sie sehen auch alternativ ein Blatt. Das ist das, ein Nadelblatt. Im Prinzip werden Sie am Mammutbaum finden. Eukalyptus ist ein alternativer und auch sehr großer Baum. Der gehört zur Familie der Myrtaceae. Die über 600 Arten, die sind in Australien präsent und auch in Indonesien sind sie heimisch. Wir kennen Tucson, Arizona, USA. Die sind gegen das Eintreffen von jedem Organismus gewesen. Aber auch beim Apartmentkomplex hat es unheimlich viele Eukalyptusbäume gegeben. Eukalyptusbäume sind immergrüne Bäume und auch Sträucher. Bei manchen Arten stirbt die äußerste Schicht Prinzip des Stammes ab. Der löst sich darauf mit langen Streifen im Prinzip. Oder auch alternativ können wir die glatte obere und jüngere Rinde unterscheiden. In einem Beispiel für die Blattschirm übrigens im rechten Teil der Blatt. Die Eukalyptusbäume sind durch Heterophyllie charakterisiert. Und zwar insofern, als Jungblätter gegenständig sind. Die adulten Blätter sind dagegen wechselständig. Hier gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Und die älteren Blätter sind siegelförmig oder auch herzeiförmig.
Spannend ist, die Blattspreite ist oft um 90 Grad gedreht, um weniger Angriffsfläche für die hohe Eindringung von Sonne auf diese Weise zu bieten. Eukalyptusbäume sehen Sie rechts und ich möchte hier nochmal verweisen, die Blätter sind natürlich noch ungerichtet und ich sprach davon, dass auf diese Weise die Sonneneinstrahlung im Prinzip verhindert wird. Da. Das sekundäre Dickenwachstum sehen Sie hier und zwar ein Schema Sprossquerschnitt. Die Doppelfunktion des Sprosses als Stütze und auch als Transportbahn ist hier zu sehen, nicht nur durch primäres Längewachstum wird das Ganze aufgehalten. Die Dicke des Stammes, die muss auf Wurzel und auch Blattmasse oder auch die Nadelmasse abgeschirmt sein. Die Stammverdickung, die erfolgt durch sekundäres Dickenwachstum und zwar am Beispiel eines Sprossmärchens im rechten Teil der Abbildung gezeigt, können wir das differenzieren. Was sagt uns dieses Schloss? Es wird neben der Epidermis die Leitbündel geben. Die bestehen sowohl aus dem Phloem, dem Xylem nach innen gerichtet. Es wird dazwischen die kambiale Schicht geben. Zwischen den Leitbündeln werden sie ein Parenchym treffen. Und zwar ist das ein Beispiel aus Arisolochia. Was wir sehen, der Sprossquerschnitt ist typisch für Arisolochia. Das sekundäre Dickenwachstum wird hauptsächlich durch sekundäres Xylem oder auch durch Holz als Additive genannt gebildet. 4/5 des Stammzuwachses sind auf diese Weise präsent, aber auch das sekundäre Phloem ist natürlich ganz wichtig für den Stammzuwachs. Wir können hier eine Bassschicht im Prinzip wahrnehmen. Es gibt zwei Lateralmeristeme, die bilden die neuen Zellen. Und zwar kommt es hier zum Leitgewebekambium. Das ist das Sprosskambium. Aus dem wird das Prokambium entstehen. Hier ergibt es alternativ das sekundäre Xylem und auch das Phloem. Das Korkkambium, das ist später auf jeden Fall für die Korkschicht verantwortlich. Sie werden nochmal das Schema verfolgen. Primäres Phloem und Xylem sind hier gegenübergestellt. Es wird dazwischen geben die Kortexschicht, die Epidermis und es wird in der Mitte zum fossilen Kambium im Prinzip von der Ausbildung her kommen. Auch das ist typisch für Arisolochia. Und zwar die kambiale Schicht ist ganz wichtig, damit sich das sekundäre Dickenwachstum präsent sein kann. Das liegt in Form von Prokambium vor. Und zwar das Prokambium können wir im entwickelten Sprossquerschnitt antreffen, als unterbrochene oder auch als komplette Zelle liegt das Ganze vor. Und zwar ist es zwischen Phloem und Xylem anzutreffen. Wir sehen nochmal die Schema da im rechten Teil der Abbildung.
das Schema um, sehen Sie, die Epidermis wird von den Leitbündeln eigentlich abgeschossen. Dann neben der Epidermis können Sie das Kortexgewebe antreffen. Es wird vom Leitbündel her, von dem Außen zu dem Innen, präsent sein. In der Mitte sehen Sie das Prokambium und dazwischen sehen Sie, zwischen den Leitbündeln ist das Parenchym. Sehen nochmals auch ein Schema auf der anderen Seite. Und zwar wird es hier ebenfalls zur Epidermis und zur Kortexausbildung kommen. Sie werden hier die Leitbündel im Prinzip antreffen. Xylemfluim sind uns bekannt. Und dazwischen ist das Cambium anzutreffen. Auch das ist ein Arzt-Lock-Erkennung. Das entwickelt sich beim sekundären Dickenwachstum und zwar Entwicklung zum geschlossenen Zylinder. Entwicklung zum Leitgewebe-Cambium können wir hier verfolgen und sehen nochmals Schimmer da oben und unten. Epidermis ist uns bekannt. Phloem und Xylem, da wissen wir inzwischen, wo das liegt. Und wir sehen den Cortex außen. Wir sehen die Leitbündel hier dazwischen. Und die kambiale Schicht wird die Leitbündel im Prinzip abschließen. Das sekundäre Dickenwachstum ist in mehrere Typen eigentlich untergliedert. Das Prokambium ist primär in einzelnen Strängen im Leitbündel im Prinzip vorhanden. Das ist als faszikulärer Raum anzusehen. Einen geschlossenen Ring werden wir durch die Bildung von in der faszikulären Kambium im Prinzip erreichen. Es wird einen primären Zustand geben. Den sehen Sie da oben. Die Leitbündel sind uns von Lage von Phloem und Xylem vertraut. Das ist da oben ansieht. Und zwar ein Querschnitt durch einen Spross. Hier unten gibt es das sekundäre Dickenwachstum. Ebenfalls als Schema zu sehen. Xylem, Phloem und dazwischen die kambiale Schicht. Ähnlich wie oben ist das Ausprägung. Und zwar beim Rizinus-Typ treffen wir eine ähnliche Form an, aber beide Kambium-Schichten, die bilden das Leit und auch das Festigungsgewebe aus. Sehen ein Schema, Primärzustand, sekundäre Dickenwachstum gegenübergestellt. Und um das Ganze ein bisschen mit dem zu füllen, habe ich den Rizinus-Typ unterlegt. Und zwar sehen Sie ein Blatt und auch die typische Wurzel von Rizinus im rechten Teil der Abbildung. Ein Blatt sehen Sie da. Die Blüte sind da. Rizinus ist sehr stark abführend bis hin zu vital übrigens. Das interfaszikuläre Cambium, das bildet nur das Schmalkstrahlparenchym beim Tiliatyp aus. Tilia ist die, ne? Das Prokambium, das geht direkt in einen Kambiumzylinder mit schmalen Markstrahlen über. Das ist wie gesagt ein Beispiel aus den Nickerchen.
Hier wird es ein Primärnuschern in der Folie. Das sekundäre Dickenwachstum sehen Sie da unten. Auch das ist als Schema dargestellt. Ein Querschnitt durch die Sporsachse. Bleiben wir beim Herzlockern-Typ. Das Cambium liegt im jungen Spross vor. Das Cambium ist in den Leitbildern vorhanden und das liegt auf jeden Fall in faszikulären Kambialschichten, im Prinzip in der Sprossachse vor. Astrocker sind sie da mit der wunderschönen Blüte. Und zwar kann die rot aussehen oder auch alternativ weiß mit rot sind sie da. Die typischen Blätter können sie hier antreffen und ein Querstöcher-Leitbild angefärbt sind sie oben. Das Xylem ist hier präsent, gefolgt von Phryne und auch der filisteten Kambialschicht, umgeben von Kortexzellen. Astrocker-Typ ist auf jeden Fall nach vorne unser Thema. Hier ist der Kambiumring geschlossen, um auf diese Weise ein einheitliches Wachstum zu ermöglichen, und zwar ein gleichmäßiges Wachstum kann auf jeden Fall präsent sein. Ich habe Astrocker ein bisschen durch Tilia verlassen. Die Linde sind sie da unten. Die habe ich hier trotz Astrocker eingefügt. Und zwar sind sie die wunderschöne Linde, ein Baum, der kann blühen. Ein typisches Tilia-Blatt, das sehen Sie im rechten. Da. Springen wir zu Astrocker nach vor. Ein Leitbild sehen Sie da in der Anfärbung rausgegriffen. Bleiben wir beim Astrocker-Typ, weil er uns so weit interessiert. Es kommt hier zur Ausführung von interfaszikulärem Kambium. Zwischen den Bündeln liegt das Kambium in der Form vor. Es kommt zur Präembryonalisierung der Paartypen. Und zwar sprechen wir hier vom primären Markstrahlbereich. Das Markstrahlkambium, das bildet nun das Markparenchym. Ein Beispiel sehen Sie da rechts, und zwar in außen aus der Sprossachse. Können wir im Schema im Prinzip kennen. Sehen die Epidermis, die schließt das Ganze nach außen nach. Hoppala. Gefolgt von Kortex-Gewebe. Es kommt, wie gesagt, zur Ausbildung von Leitbildern. Das Xylem, das Phryne ist hier vorhanden. Die kambiale Schicht befindet sich dazwischen. Und wir können auf jeden Fall das hier im Schema wunderschön beobachten. So, ich möchte mit dieser Ausführung enden. Ich freue mich auf die nächste Vorlesung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.